herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Mann, ich bin schon wieder müde. Wir spielen Assassin's Creed Revelations. Jo, wir sind hier immer noch mit Desmond. Irgendwo stecken wir fest im Animus und kämpfen uns jetzt zwischen verschiedenen Sequenzen seiner Erinnerung, damit er sich nicht auflöst. Haben Yusuf kennengelernt. Claudia, Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir hier in Istanbul bleiben. Verloren und gefunden. Ah geil, der Turm hat jetzt sogar ein Assassinen-Logo. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Okay. Was ist jetzt mein Ziel? Wir gucken mal auf Kaide. Kaide. So, hier ist noch alles zu. Hier hinten haben wir einen. Wo wir hin könnten. Hier sind wir selber. Hier haben wir noch einen Turm. Hier haben wir eine versteckte Gruft. Und sonst gibt's gar nicht so viel. Templerfeste. Piri-Reis. Buchladen. Schneider. Was bringt mir denn ein Buchladen? Wir müssen erstmal wieder anfangen, hier auf jeden Fall die Dinger freizukaufen. Damit wir Geld bekommen. Jetzt überlege ich, gehen wir hier hin, Aussichtspunkt, und machen die Feste hier. Also die versteckte Gruft erstmal fertig. Und anschließend gehen wir dann hier hoch, oder was machen wir? Diebeshauptquartier, Diebeshauptquartier. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rüber. Wir könnten im Prinzip, könnten wir ja auch, wir gucken mal Buchladen. Was ist denn ein Buchladen? Der Wahnsinn lauert überall, schätze ich. Vielleicht lernen wir da irgendwelche Fähigkeiten. Denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Diesen Buchladen für 800 renovieren. Im Buchladen können seltene Bücher für den Assassinenunterschlupf gekauft werden. Die Renovierung vom Buchladen führt zu Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Wir kaufen den mal. Ich
Immer wenn sie ein... Ja, steigert sich ihr Wert. Johannes Gutenbergs Erweiterung des seit Jahrhunderten bekannten Buchdrucks um bewegliche Lettern in der Mitte des 15. Jahrhunderts gilt als einer der entscheidendsten technologischen Fortschritte aller Zeiten. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte erforderte die Produktion und Verbreitung von Büchern aller Art und in allen Sprachen keine geschickte Kompisten mehr, die in geduldiger, monatelanger Arbeit Bücher einzeln abschrieben. Nun konnte ein Buch innerhalb weniger Wochen gesetzt und unzählige Male kopiert werden. Das führte dazu, dass Bücher wesentlich günstiger wurden und auch der neu entstehende Mittelschicht zur Verfügung stand. Griechische Weisheit, arabische Reflexion, türkischer Pragmatismus. So, Bücher. Die Odyssee. Ennis. Ne, Enais. Mualaquat. Geographia. Die Geschichte der Könige Britannien. Zwar keine Ahnung warum, aber. Gut, wir kaufen erstmal kein Buch. Okay, ein Arzt wäre vielleicht auch nicht schlecht. Den hätten wir vielleicht als erstes machen sollen. Kacke, egal. Nehmen wir jetzt. Hier ist er. Warte mal, da ist ein Ausrufungszeichen. Warum? Inventar. Monturen. Türkische Assassinenrüstung. Alter IS-Umhang. Rüstung von Brutus. Türkische Assassinenrüstung, Altairs-Umhang vom Brutus. Ausrüstung. Komponenten, Gehäuse, Schießpulver, Effekte. Hagel. Lammblut. Achso. Und jetzt kann ich das hier anziehen, oder was? Da hat er eine Maske aufgehabt, ne? Das war doch die letzte, die wir anhatten. Dem römischen Staatsanwalt und Mörder Julius Caesars. Sie ist stabil, elegant und unglaublich stark und somit perfekt für alle, die im Senat und auf dem Schlachtfeld gleichermaßen zu Hause sind. Der Umhang des großen Alter IS Ibn al-Ahad, was einst als Standardmontur an allen Assassinen ab einem gewissen Rang verliehen wurde, gilt nun als Wahrzeichen einer Ära. Diese geschmeidige, weiße Montur aus Stoff und Leder wird auf alle Zeiten mit dem Mann in Verbindung gebracht werden, der die Assassinen zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Ein hervorragendes Beispiel für die Montur der meisten türkischen Assassinen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Sie ist leicht und strapazierfähig und ermöglicht eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, bietet allerdings nur wenig Schutz. Tja, keine Ahnung. Schon gut, bitte tut mir nichts. Ich gehe. Ich will doch niemandem was tun hier. Da ist er. Für 600, jawohl. Ärzte. Durch Konstantinopolis einzigartige Lage in der Grenze zwischen Europa und Asien waren die Ärzte im Osmanischen Reich sowohl in den Traditionen der östlichen als auch der westlichen Medizin bewandert. Das heißt, je nach Standpunkt, sie waren entweder doppelt gebildet oder doppelt ahnungslos. Von den Griechen hatten die Osmanen die Vorliebe für Aderlässe und die Anwendung von Blutegeln übernommen, um Krankheiten zu heilen, und von den Türken die Vorliebe für das Ausbrennen von Wunden und Anwendungen in heißen Quellen. Außerdem war die heilkundliche Kräutermedizin weit verbreitet. Ein osmanisches Werk über die Medizin zählte mehr als 600 Kräuter mit ihren jeweiligen Anwendungsgebieten auf. Obwohl die Medizin in dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte, war das Osmanische Reich bekannt für seine Hospitäler, in denen Patienten gratis behandelt wurden. Wer Geld hatte, hat sich wahrscheinlich trotzdem lieber an private Mediziner gewendet. Einige Dinge ändern sich eben nie, was? Die Bürger wieder frei. Fruchtbarkeitsproblem.
Dafür habe ich hier was aus Granatäpfeln und Skorpion gelegt. Findet die ketzerischen Schlangen! Reißt die Herzen der Gotteslästerer aus ihren Körpern! Bringt der Stadt Frieden! Das kann ich mir gerade nicht leisten. Ich habe nur noch 200, dann kann ich Ihnen noch keine 100 geben. Sag mal, bitte bekloppt oder was? So, gut, wir holen uns den Turm jetzt hier. Sie müssen festgesetzt und ausgemerzt werden. Die Bürger sollen wieder frei. Ja, was die Monturen angeht, weiß ich nicht. Ob wir die behalten oder ob wir eine andere nehmen oder. Verzeiht, ich muss nur meine. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder was? Hey, macht euch das Spaß? Nimm's fort mit euch! Entschuldige. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Absolut nicht. Und ja. So. Weiter. Oh, ich hab wieder einmal zu viel X gedrückt. Ich hab gedacht, der springt ab. Ich wollte gerade wieder ausrasten. Upsasa. Synchronisieren. Und tschüss. Wie viel Bereich haben wir denn jetzt freigekriegt? Ah, hier hinten, aber da ist noch alles tot. Egal. Dann gehen wir jetzt hier hin. Versteckte Gruft. Was auch immer das sein soll. Gruft klingt immer sehr, sehr gruselig. Falsche Kerker von Blatt, dem Fehler. Suchen Sie den entsprechenden Symbol auf der Karte. Nö. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Sieht doch aber mehr aus wie so ein Assassin zu Hause hier, oder? Alan,
So, ich habe kein neues Symbol auf der Karte entdeckt, oder doch? Söldner. Ach, hier jetzt. Versteckte Gruft. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Assassinen-Hauptquartier. Oh, Entschuldigung, Männer. Wirklich ein richtiger Bazar hier. Sorry, Bro. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was das da hinten jetzt für ein Typi sein soll. Wahrscheinlich hilft der uns jetzt irgendwelche neuen Dinger zu bauen, damit wir neue... Assassinen rekrutieren. Nein, keine Sorge, Lady. Die sieht aus wie... Oh oh, der ist komplett von Sinn. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Ein Mann wurde verhaftet, weil er Nahrung gestohlen hat. Beweisen Sie Ihre Güte. Wartet hier. Natürlich. Nette Vorstellung, doch was soll das? Die Wache mit dem Schlüssel finden. Der passt hier nicht her, oder? Woher kennt ihr diesen Mann nur? Ich seh mal nach. Assassine, haltet ihn! Ich will sterben, wenn du mich verschwindest, wenn ich zum Dank zwei Filmen opfern. Gut, dann leider. Wir stehen hinter uns. So, keine Ahnung, ob das Feinde waren oder Freunde. Ich habe wirklich keinen Plan. Warte,
Hä? Was er zu sich eben dabei gedacht hat. Er hat aber nichts gemacht, er hat nur angeguckt so. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Willst du sagen, dass ich alt bin? Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico, sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Okay. Ach, wir rekrutieren jetzt theoretisch welche. Das machen wir gerade. So, okay. Oh, verdammte Axt, jetzt soll ich darüber. Zum Gala-Bezirk, jawohl. Ich komme. Was heißt das Auge? Es gibt ein Zeuge oder was? So, warte. Eine Amtsperson. Wenn wir die killen, sind wir wieder alles los. Na, so wird das nix. Ich bin unschuldig! Ich bin wirklich unschuldig!
Soldaten geben uns allen neue. Komm. Aber jetzt werde ich doch wieder gesucht. Toll. Ist nicht mehr ganz so leicht wie noch bei Teil 2. Mal gucken, wir nehmen jetzt mal den und reisen darüber, oder? Gott schütze uns. Zeit zu gehen. Ich muss gehen. Schnell. Die meisten Operationen kann ich direkt hier vor Ort. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhig. Wieso sagen die alle, dass wir alt sind? Da wollen wir hin. Galata. Aber ich glaube, er hätte noch laufen können. Hätte genauso lange gedauert, oder? Tippe ich jetzt einfach mal drauf. Ezio sieht wirklich alt aus. Einer ihrer Assassinen hat genug Erfahrung gesammelt, um Anführer einer ihrer Festungen zu werden. Festenanführer können zum Rang des Meisterassassinen aufsteigen, nachdem sie einzigartige Missionen ausgeführt haben. Der gewählte Assassine wird permanent der jeweiligen Feste zugewiesen. Wählen Sie also sorgfältig. Ich habe ja nur einen. Auswahl des Festenanführers. Legen Sie fest, welche Assassinen Sie zum Anführer des Festes befördern möchten. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Assassinen als Anführer dieser Feste abstellen möchten? Ja. Gazi Oglu Ilyas. Dieser Rekrut ist besorgt über einige verdächtige Vorkommnisse in diesem Bezirk. Lassen Sie sich Bericht erstatten. Erzähl mal deine Sorgen. Ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Den Rand des Straßenparks erreichen. Er hat auf jeden Fall diese Assassinenrüstung an, die wir auch nehmen könnten. Was wollt ihr denn? Ach, das sind wieder Bettler-Tanten. So ein Ding ist das. Geprüfte Heilverfahren, höchst effizient. Warum ist das so dunkel hier? Okay. Erst das Gebiet von Templern befreien. Seine stolzen Bürger in der Not alleine ließ. Wir müssen die Assassinen.
Also ich sehe gar nichts. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Tu ich das? Des Wissens, dass sie frei sind, merzen wir diese Pest gemeinsam mit den Byzantinern aus. Sie müssen bezahlen. Es darf nicht behauptet werden, dass das erhabene Konstantinie nur zuschaut. Stolzen Bürger in der Not alleine ließ. Wir müssen die assassinische Bedrohung finden und vernichten. Alle Mörder wie die Assassinen gibt es nur ein Gesetz. Das Gesetz Gottes entspricht seinem Willen. Findet die Assassinen und lasst sie seinen Zorn erfahren. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da bringt einer unsere Assassinen um. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Und nur ein Narr hält an, um zu kämpfen! Boah, wie soll ich denn den kriegen? Ja. Er war einst ein Assassiner. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Okay. Guck mal, da steht oben überall, egal was drücke. Interagieren, interagieren, interagieren. Entsenden Sie Ihren Assassinen in eroberte Städte. Bei der mediterranen Verteidigung können Sie Assassinen auf Missionen in Städte der Mittelmeerregion entsenden. Sie können den Templern schaden, indem Sie diese Städte von ihrem Einfluss befreien. Wenn eine Stadt der Templer zurückerobert wurde, richten Sie Assassinen dort eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden Sie Optionen freigeschaltet, die bei der Entwicklung der Stadt helfen und sie florieren lassen. Die Agenten der Templer werden allerdings versuchen, ihre verlorenen Städte zurückzuerobern und können sogar einen massiven Angriff starten, wenn sie nicht darauf achten, ihren Einfluss auf die Stadt aufrechtzuerhalten. Ich kann nur das hier nehmen. Der kleine Prinz. Gut, wir können nur den und der hat 100%. 100%. Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, ne? Erfolgsaussichten 100%. Aber ich kann nichts anderes nehmen, ich kann nur den nehmen. Auf
wir haben noch einen hier, 17%. Nicolo Dragomir. Wir senden den hier. Sie sind im Begriff, diesen Rekruten auf eine Mission zu entsenden. Entsandte Assassinen stehen für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Jo. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hier bei Nacht gesehen habe. Der nächste. Oh, der ist wieder ganz. Oh Mann. Holen wir uns den Turm hier noch. Ich muss mich vertan haben. Zeit für Kleber. Da ist er! Ergreift ihn! Nein, ich muss hier weg! Kack. Gar nichts geklappt. Frieden, bitte! Ich muss hier weg! Weg! Nicht sie weg hier! Hilfe! Schneller! Bestimmt ein Überfall, kein Zweifel. Oh, verdammt. Mein Vater ist bettlägerig. Meine Brüder gefallen. Ich hab nichts damit zu tun. Meisterhaft. Das ist so richtige Schleimer. Okili-dokili. Dann nehmen wir uns so ein Schnellreiseziel und werden hier rüber gehen. Da ist ja auch direkt eins. Jawohl, ich hab's drauf. Irgendwie nachts gibt's hier keine Melodien oder so, ne? Kommt mir so richtig ruhig vor, alles hier. Oh Mann. War geplant. So. Da wollen wir hin.
zum großen Markt. Ja, wo ist unser Missionsziel? Ach, das ist da nur in der Nähe. Okay, alles klar. Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Die Assassinen haben nun die Kontrolle über die Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk übernommen und Yusuf ist beruhigt. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor Sie gehen. Plündern, siehst du? Diese Assassinenaufträge geben ihre Kunden aufrüsten und Bomben herstellen. Lesen. Was ist das hier? Blutbombe? Mit dieser zerbrechlichen Hülse aus Terrakotta kann die Bombe beim Aufschlag zünden. Mit dieser Hülse aus Metall kann die Bombe von Oberflächen abprallen und 3 Sekunden später zünden. Die Sprengfallhülsen ist rundum mit dünnen Drähten besetzt. Die Bombe zündet bei der kleinsten Berührung. Dieser Lederbeutel verfügt über eine 5-Sekunden-Lunte, ist mit einem Harz behandelt, das in fast allen Oberflächen haftet. Aus Semtex. Die Datura-Bombe erzeugt eine Giftwolke, die, wenn sie eingeatmet wird, die betroffene Person langsam vergiftet. Nebelbombe. Der Rauchvorhang der Nebelbombe unterbricht den Sichtkontakt der betroffenen Person. Benutzen Sie den Adlersinn, um Ihre Gegner auch im dichten Rauch zu erkennen. Die Kirschköder-Bombe explodiert mit lautem Knall und lockt alle Wachen in Hörweite an. Die Donnerbombe kann Gegner mit ihrer enormen Sprengkraft verletzen oder kampfunfähig machen. Die Splitterbombe tötet oder verletzt, indem sie bei der Explosion ihre tödlichen Hagelladung freisetzt. Der Rauchköder erzeugt ein stabiles, aber lang anhaltendes Rauchsignal, das alle Wachen in Sichtweite anlockt. Die Krähenfußbombe hindert Gegner mit ihren kleinen, scharfen Eisenspitzen am Vormarsch und macht betroffene Gegner anfällig für Angriffe. Goldbombe. Die Goldbombe verstreut glitzernde Pyritmünzen über den Boden und lockt so gierige Bürger an, die sich gegenüber den Wachen äußerst aggressiv verhalten. Okay. Eine Blutbombe. Die Blutbombe bedeckt die betroffene Person mit einer dicken Blutschicht, wodurch sie kurz innehalten, aus Angst, sie wären ernsthaft verletzt. So eine Fake-Bombe. Und eine Stinkbombe. Die Stinkbombe hüllt betroffene Personen in fauligen Geruch, der alle Umstehenden abstößt. Sie eignet sich gut, um bestimmte Ziele von den umgebenden Menschenmengen zu trennen. Auch gut. So. Unsere Bomben bestehen aus 3 Bestandteilen. Der Hülse,
dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Ach, deshalb Lammblut und sowas. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Herstellen, was stellen wir her? Aufschlaghülse mit... Mit dieser zerbrechlichen Hülse aus Terrakotta kann die Bombe beim Aufschlag zünden. Verzögerungshülse. Mit dieser Hülse aus Metall kann die Bombe von Oberflächen abprallen und 3 Sekunden später zünden. Auswählen. Mit L die Auswahl bewegen und zur Bombenherstellung Verzögerungshülse, arabisches Pulver und Hagel wählen. Haben wir? Ah ja. Was war das? Bombe herstellen. Bombe hinzufügen. Ich weiß nicht genau, was ich hier mache. Bomben hinzufügen werden und X drücken, um mehr Bombenbeutel aufzunehmen. Ah ja. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo... Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Okay, bevor wir das tun, werde ich die Folge aber noch einmal beenden. Morgen geht's dann direkt weiter. Wir werden dann rübergehen zu diesem Reis. Und werden mal fragen, was da abgeht. Vielleicht bringt er uns auch ein paar Bombenrezepte bei, hat er ja gesagt. Und dann mal sehen, ob wir wieder ein paar Bezirke freimachen können oder wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall Atemberaubendes erleben. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt auf euch auf. Bye, bye.